33 Cent Förderung pro Kilowattstunde bekam jeder Betreiber einer Photovoltaikanlage bis Ende letzten Jahres. Ab 2011 sind es nur noch 28,7 Cent. Trotzdem kann sich die Investition in eine Anlage nach wie vor lohnen, weiß Barbara Rudeck, Expertin von Sharp Solar. Sie sollten das durchaus mal genau prüfen und durchrechnen lassen, denn man darf nicht vergessen, dass durch den Boom der Photovoltaik in den letzten Jahren die Preise sich erheblich nach unten bewegt haben, seit 2006 um ca. 50%. Ich empfehle, sich hierzu unverbindlich von einem der über 6000 Photovoltaikinstallateure in Deutschland beraten zu lassen. Bei der Beratung sollten Sie ein gutes Gefühl haben und sich auf den Betrieb verlassen können. Eine zweite Meinung einzuholen kann auch nicht schaden. Seriöse Installateure beurteilen die Lage und Ausrichtung Ihres Hauses, schauen sich die Verschattung an und ermitteln, ob Ihr Dach geeignet ist oder auch nicht. Dann kalkuliert der Berater auf Basis dessen, was Sie investieren möchten, mit wie viel Stromertrag und auch mit wie viel Vergütung Sie über die nächsten 20 Jahre rechnen können. Wichtig ist, auf die Qualität der Solarmodule zu achten, die über Jahrzehnte sicher und störungsfrei funktionieren sollen. Experten sind sich hier einig, dass man mit Billigmodulen nicht immer besonders weit kommt. Natürlich soll die Anlage nicht teurer als nötig sein, aber die Entscheidung sollte auch nicht ausschließlich über den Preis getroffen werden. Sie sollten vor dem Kauf auch den Hersteller deutlich unter die Lupe nehmen, das heißt, welche Erfahrung hat er, wie lange gibt es ihn schon im Markt. Sharp beispielsweise entwickelt bereits seit über 50 Jahren Solarstromlösungen. Wir haben also ein großes Know-how und bieten eine entsprechende Qualität und zuverlässigen Service in der Photovoltaik.